Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, meistens gut gelaunt am Dienstag, dem 5. Januar 2021, pünktlich um 6.30 Uhr am Morgen. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam beschwingt in diesen Tag zu starten. Weltwoche Daily. Das ist das führende weltanschaulich-politische Weiterbildungs- und Horizonterweiterungsprogramm für Fortgeschrittene, Advanced Studies. Wir studieren alles, was interessant ist und wichtig. Zweitens, Weltwoche Daily ist die verlässliche Kontrastsendung zur momentan grassierenden Weltuntergangsbegeisterung in den Medien. Weltuntergangsbegeisterung ist für mich der absolute Schlüsselbegriff, wo immer ich mich nachrichtenmäßig beschäftige, betätige, was ich lese, wo ich eintauche, der Weltuntergang peitscht uns entgegen in verschiedenen Varianten. Eine wissenschaftliche Kurzuntersuchung hat drei Typen ergeben, die ich hier glasklar herausschälen möchte. Erstens Weltuntergang durch Covid-19, neue Virenstämme aus Südafrika, die Medien voller Alarm und Befürchtung, zum Beispiel der Tagesanzeiger auf seiner Frontseite. Gemäß Gesundheitsdepartement ist es sehr wahrscheinlich, dass der neue Virenstamm in der Bevölkerung kursiert. Der Kanton will als Reaktion die Quarantäne verschärfen, das Contact Tracing intensivieren und weitere Maßnahmen werden geprüft. Die entscheidende Nachricht steht hier aber nicht drin, nämlich wie gefährlich ist dieser mutierte Virenstamm eigentlich, abgesehen davon, dass er ansteckender ist? Ist er denn auch gefährlicher, gesundheitsbedrohlicher? Ich habe mich da etwas vertieft und bin auf eine verlässliche Quelle gestoßen. European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, hat sich mein Puls schon nachhaltig beruhigt. Hier steht nämlich, in mindestens 26 Ländern seien diese neuen Virenstämme nachgewiesen, auch in Deutschland. Hinweise auf einen schwereren Krankheitsverlauf gibt es bislang nicht. Das ist das Entscheidende. Aber das wird Ihnen hier vorenthalten. Warum? Weil die Medien Sie nicht informieren möchten, sondern weil sie bei Ihnen ein bestimmtes Gefühl erzeugen möchten, ein Narrativ installieren, Sie ängstigen möchten. Das sind Fake News. Fake News ist nicht, dass man irgendetwas Falsches erfindet oder irgendeine Falschmeldung plump platziert. Nein, Fake News ist auch das gezielte Weglassen, um einen gewünschten Eindruck zu erzeugen. Ist Manipulation, das ist eine manipulative Meldung. Und das geht gleich weiter in diesem Stil. Ich habe in derselben Zeitung ein paar Seiten weiter hinten folgende Meldung entdeckt. 29-jähriger Mann mit Covid gestorben. Der Titel 29-jähriger Mann mit Covid gestorben. Auch hier, die Botschaft ist klar. Leser, komm ja nicht auf die Idee, dir von rechtsverschwörerischen Corona-Verharmlosern und Virenleugnern einreden zu lassen, dass dieser Krankheitserreger vor allem besonders gefährlich für Hochbetagte mit Vorerkrankungen sei. Nein, auch 29-jährige Männer, die im vollen Saft ihres Lebens stehen, können an Covid-19 sterben. Wenn man dann aber die Meldung liest, steht da das exakte Gegenteil drin. Es heißt nämlich, die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hielt am Sonntag auf Anfrage fest, die Covid-Erkrankung sei gemäß ärztlichem Befund nicht die Todesursache. Allerdings habe das Bundesamt für Gesundheit diesen Todesfall trotzdem in der Covid-Statistik vermerkt. Also der richtige Titel müsste lauten: Bundesamt für Gesundheit vermeldet irrtümlich 29-jährigen Covid-Toten. Aber sie bringen das Gegenteil in den Titel. Warum? Um zu manipulieren, um zu verdrehen, um bei Ihnen eine bestimmte gefühlsmäßige Alarmiertheit einzupflanzen oder am Köcheln, am Laufen zu halten. Das sind Fake News, das ist der manipulative Alarmismus in den Medien, der einer nur schon oberflächlichen Überprüfung nicht standhält.
Weltuntergang Nummer 2, die Klimaapokalypse. Sie wurde in den letzten Monaten etwas in den Hintergrund gedrängt durch Covid-19. Jetzt ist sie zurück, befeuert durch den 18. Geburtstag der Aktivistin Greta Thunberg und befeuert auch durch die in Bern bevorstehenden Abstimmungen über das neue untaugliche CO2-Gesetz. Den Vogel abgeschossen hat hier erneut der Tagesanzeiger mit einem meisterhaften, großartig formulierten Jubelartikel über Greta Thunberg. Er gipfelt in der Forderung an uns, wir müssen werden wie Greta, um richtig erwachsen zu werden. Also wir Erwachsenen müssen nicht nur eintauchen in die Gefühls- und Vorstellungswelt dieses schwedischen Teenagers, nein, wir müssen uns die Ängste und Obsessionen dieses Teenagers zu eigen machen, um erwachsen zu werden. Natürlich kompletter Unsinn. Denn das Erwachsensein oder das Erwachsenwerden besteht ja gerade darin, dass wir uns lösen von den obsessiven Heimsuchungen, von dieser Egozentriertheit, von dieser beschränkten Ich-Sicht, die das kindliche und auch das Teenagerleben größtenteils auszeichnen, dass wir dazu auf Distanz gehen, das hinterfragen und eben nicht einfach eins zu eins in uns aufnehmen. Also das Gegenteil wäre eigentlich richtig. Emanzipiert euch von Greta, um erwachsen zu werden. Aber der Tagesanzeiger fordert eben genau das Gegenteil. Werdet wie Greta, damit ihr erwachsen werdet. Das ist das aus meiner Sicht raffinierteste Plädoyer für eine gesellschaftliche Infantilisierung, das ich bis jetzt gelesen habe. Also der Journalist rät uns im Prinzip, das aufzugeben, was uns zu Erwachsenen macht. Und das versteht er dann darunter, erwachsen zu werden. Also Sie sehen hier der Tagesanzeiger obsessiv verschmolzen mit der von Weltuntergangsängsten gepeinigten Fantasie- und Prognosewelt dieser Schwedin. Also ganz bemerkenswert hier, wie sich der Tagesanzeiger die Agenda von Greta Thunberg zu eigen macht. Unglaublich. Und die dritte Weltuntergangsform haben wir etwas abgeschwächt. Hier handelt es sich streng genommen nicht um einen Weltuntergang, vielleicht um einen partiellen Weltuntergang. Es handelt sich vor allem um den Untergang von Großbritannien durch den Brexit. Also die Journalisten, sie haben das gemerkt, sie sind noch nicht darüber hinweggekommen, dass dieser vermaledeite, fürchterliche, böse Clown, sie drücken sich so aus, böse Clown Boris Johnson, jetzt doch tatsächlich noch kurz vor Jahresende am Weihnachtstag diesen Brexit-Deal durchgebracht hat, von dem doch die Journalisten geschrieben haben, es sei unmöglich, dass dieser unfähige Wuschelkopf dieses wandelnde Chaos auch nur annäherungsweise so etwas schaffen würde. Sie sind jetzt völlig konsterniert und suchen jetzt fieberhaft nach Kronzeugen, die These, dass dieser Brexit eine Katastrophe, ein Weltuntergang ist, wenigstens für Großbritannien, die ihnen diese These unterschreiben. Und sie sind sogar fündig geworden. Und sie sind fündig geworden bei einer Personengruppe, für die sie sich bisher überhaupt nicht interessiert haben, nämlich bei den britischen Fischern. Und das hat natürlich folgende Bewandtnis. Die britischen Fischer sind eigentlich glühende Brexit-Befürworter, aber sie sind etwas enttäuscht und deshalb werden sie jetzt vor die Mikrofone der schweizerischen und der deutschen Journalisten gezerrt, um dort ihren Vers aufzusagen, nämlich, dass sie die Übergangsfrist zu lange finden, in denen europäische, französische und weitere Fischer in den britischen Gewässern fischen können. Da sind sie enttäuscht. Aber das Ganze eignet sich eigentlich nicht zur ganz großen apokalyptischen Geschichte. Darum werden diese Storys jetzt literarisch ausgemalt, halbseitig in der NZZ, im Tagesanzeiger. Also wenn Sie sich wundern, warum plötzlich so intensiv über diese britischen Fischer berichtet wird, dann hat das einfach damit zu tun, dass die völlig verzweifelten schweizerischen und deutschen Journalisten jetzt irgendeine Gruppe von Leuten ausfindig machen können, die noch als letzte sozusagen die Fiktion dieses katastrophischen Brexit, auch wenn auch nur halbwegs in Spurenelementen aufrechterhalten können. Also diese Journalisten erinnern in dieser Phase vielleicht ein bisschen an den möglicherweise bald abtretenden amerikanischen Präsidenten, der trotz
eines akuten Mangels an wirklich belastbaren Beweisen noch immer die These aufrecht zu erhalten versucht, dass es massenmäßigen Betrug in den amerikanischen Wahlen gegeben hat. Wobei ich der Meinung bin, dass also Trump ein verlässlicher und glaubwürdigerer Kronzeuge für Wahlbetrug in den USA ist, als diese britischen Fischer für diese Weltuntergangstonalität beim Brexit. Ja, das ist also der Weltuntergang in den Medien. Lassen Sie sich davon nicht verrückt machen. Ganz kurz noch, Petra Gössi, ich muss darauf eingehen, ein großes Interview heute mit der freisinnigen Parteipräsidentin. Kann Petra Gössi den Freisinn retten, hat ja Klaus-Jürg Stölker, der Doyen, der Unternehmensberater, kürzlich in der Weltwoche gefragt. Und wenn ich dieses Interview lese, dann steigen auch bei mir Zweifel auf an der Fähigkeit von Petra Gössi, den Freisinn zu retten. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie eben den Freisinn nicht retten kann, dass sie jetzt den Planeten retten will mit diesem CO2-Gesetz. Es gibt ja in der Politik sozusagen die Realitätsflucht ins Planetarische. Also wenn Sie bei einem ganz konkreten, überschaubaren Problem anstoßen, scheitern, nicht weiterkommen, dann ist es ein sehr guter Trick, wenn Sie als Politiker dann plötzlich die Weltrettung sich auf die Fahnen schreiben. Ich habe das auch in Deutschland beobachtet, als Kanzlerin Merkel bei einer Arbeitsmarktreform nicht mehr weiterkam, wurde plötzlich der Feinstaub und das Klima zum alles beherrschenden Thema. Denn dort ist die Komplexität so groß und die Unmöglichkeit, eine konkrete Verantwortung zuzuordnen, derart erschlagend, dass sie sich eigentlich gefahrlos als Politiker auf das Thema Weltrettung konzentrieren können. Frau Gössi versucht uns also zu überzeugen, warum wir für dieses CO2-Gesetz sein müssen. Und da ist ein Zitat besonders bemerkenswert. Sie sagt, Fakt ist, das Gesetz belohnt mit Lenkungsabgaben umweltfreundliches Verhalten. Dieses Geld wird zudem zum großen Teil an die Bevölkerung zurückerstattet. Also, Frau Gössi ist für dieses CO2-Gesetz, weil es umweltfreundliches Verhalten belohnt mit Lenkungsabgaben. Das ist natürlich für den Freisinn eine unmögliche Feststellung, dass man gleichsam als Partei der Freiheit und der Eigenverantwortung es jetzt doch als notwendig erachtet, dass der Staat die Leute anleitet, ihren eigenen Untergang zu vermeiden, weil der Staat den Leuten es offensichtlich nicht zutraut, selber das Weltuntergangsrisiko im Klimabereich abzuschätzen. Also hier braucht es, plädiert Frau Gössi, für die wohlmeinende Entmündigung durch den alleswissenden und vorausblickenden Staat mit Lenkungsabgaben, der die armen, unmündigen Bürger da in die richtige klimapolitische Richtung lenken sollte. Also ein krasserer Verstoß gegen die freiheitliche Philosophie des Freisinns ist hier eigentlich nicht vorstellbar. Und zweitens, dieses Geld wird zudem zum großen Teil an die Bevölkerung zurückerstattet. Ja, das ist das treuherzige Mantra, das in diesem Zusammenhang immer wieder verbreitet wird. Nur leider verschweigt hier Frau Gössi das Wesentliche. Mit diesem CO2-Gesetz wird ein gigantischer Klimafonds geöffnet. Sind Milliarden, die dann dort sich ansammeln aus ihren Steuergeldern. Und mit diesem Klimafonds werden nach politischen Kriterien selbstverständlich Projekte und Unternehmen belohnt, die nach Auffassung der Politiker, die dort an der Spitze stehen, lohnenswert erscheinen. Das heißt, das ist ein riesiger Basar, ein Umverteilungsbasar, der da installiert werden soll. Und wenn ein Freisinniger glaubt, dass mit einem staatlich gesteuerten Klimafonds irgendeine Temperatur auf diesem Planeten wie an einem Thermostatregler beeinflusst werden könnte, dann leidet diese Person unter einem akuten Realitätsverlust, mit Verlaub, Frau Gössi. Nein, dieses CO2-Gesetz ist vollkommen untauglich. Warum ist es untauglich? Weil es mit unverhältnismäßigen Mitteln eine Nichtwirkung erzielt bzw. nur schadet. Wir verteuern mit diesem Gesetz, oder wir würden verteuern mit diesem Gesetz, alles, was CO2
ausstößt. Das heißt, das Leben wird viel, viel kostspieliger für Menschen. Das trifft natürlich die Leute mit dem kleinen Portemonnaie viel größer, viel härter. Wir steuern dann in eine zum Beispiel mittelalterliche Welt der Fortbewegung zurück. Das heißt, nur die ganz Reichen können sich dann noch leisten, in den Urlaub zu fahren. Heizungen werden verteuert. Es wird eine unglaubliche Last, eine Bleiplatte wird auf den Wirtschaftsstandort Schweiz gelegt. Und die Wirkung ist nicht spürbar im planetarischen Weltklimamaßstab, denn die Schweiz stößt nur 0,14% des internationalen CO2 aus. Das ist auch völlig irrelevant. Sie könnten die Schweiz auf den Mond schießen. Das hätte keine messbare Auswirkung aufs Klima, aber sehr wohl mit diesen Maßnahmen schädliche Folgewirkungen auf unseren Wohlstand und auf den Wohlstand des Mittelstands. Deshalb muss man das ablehnen. Es ist unverhältnismäßig. Es bringt nichts. Es ist eben eine Konzession an diesen Greta Thunberg-Zeitgeist. Und ich sage das nicht, ich bin ja, Sie wissen das, ein genereller Skeptiker, ob der Mensch jetzt hier so komplexe Systeme wie das Weltklima beeinflussen kann. Aber selbst wenn wir uns auf diese Logik einlassen, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es vernünftig ist, das kann ja vernünftig sein, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, hier in eine Entwicklung nachhaltiger Energieträger hineinzugehen, dann wird das so nicht funktionieren. Dann ist diese ganze Lenkungs-Umverteilungsmaschinerie sicher nicht der Impuls und Innovationsgeber, der uns hier leider, leider auch von den Freisinnigen verkauft wird. Dann letztes Thema in der heutigen Sendung, auch ein Aufreger. Ja, die Grünen und die Grünliberalen fordern jetzt den großen, temporären, starken Shutdown. Sie möchten, dass die Wirtschaft noch mehr heruntergefahren wird aufgrund von Corona. Was das genau bedeuten würde, darauf wollen sie sich nicht hinaus begeben auf die Äste. Balthasar Glättli, der Parteipräsident von den Grünen, der ist für so einen starken Shutdown. Wie lange? 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre. Ja, wir dürfen nicht weiter zulassen, dass täglich Dutzende von Menschen an Corona sterben. Ja, klar, und jetzt machen wir einfach einen Lockdown für die Wirtschaft von diesen Politikern. Sie plädieren auch fürs Homeoffice. Ja, sie sind sich auch gewohnt, in diesem Homeoffice zu arbeiten. Die meisten von ihnen arbeiten sowieso meistens fremdfinanziert durch Steuergelder, die sie über ihre Tantiemen im Bundeshaus bekommen, im Homeoffice. Das ist für sie der normale Aggregatzustand. Und jetzt soll das einfach die ganze Schweiz ihnen gleich tun. Das ist einfach unernsthaft. Denn wenn man wirklich sich mit dieser Corona-Pandemie und den Schäden auseinandersetzt, dann müsste man durch einen viel gezielteren und eben evidenzbasierten Ansatz pflegen. Dann müsste man sich zum Beispiel fragen, warum sterben so viele Menschen in den Alten- und Pflegeheimen? Was hat das vielleicht mit der heiligen Kuh der Personenfreizügigkeit zu tun? Haben wir genügend Kontrolle über die Reisetätigkeit und grenzübergreifende Mobilität des Personals in diesen Pflegeheimen, das, wie wir ja wissen, immer auch damit begründet wurde, dass es ja vor allem durch Personenfreizügigkeit in die Schweiz kommt. Sind denn hier die Ansteckungsketten wirklich genauso minutiös kontrolliert, wie das Restaurantbetreiber, Gastrounternehmer und andere Gewerbler über sich ergehen lassen müssen? Und da wird doch die ganze Situation unseriös. Man plädiert hier für einen Etatismus, für einen Lockdown-Sozialismus, der sowieso im Streubereich der eigenen ideologischen Weltanschauung voll drin ist. GLP, also grünliberalen Präsident Grossen, scherbelt gewaltig, wenn er auf dieser Platte da mischt. Denn er könnte ja zum Beispiel auch argumentieren, wenn es ihm wirklich um die Krankheitsfälle geht, könnte er sagen, ja gut, wir machen es wie die Franzosen, wie die Deutschen, wie die Österreicher, wir schließen jetzt die Skigebiete. Das wäre auch ein Ansatz. Wenn man von dieser Lockdown-Philosophie ausgeht, wenn man davon ausgeht, eben angeblich, dass man hier jetzt jeden Todesfall bekämpfen möchte, da ist dann aber Herr Grossen nicht dabei. Warum ist er nicht dabei? Ja, er wohnt in Fruttigen und ist Präsident von Volkswirtschaft Berner Oberland. Würde er die Schließung des Tourismus fordern, wäre er von seinen Oberländern wohl das letzte Mal in den Nationalrat gewählt worden. So oberflächlich, so opportunistisch und so durchsichtig kann Politik sein. Also Sie sehen, hier wird im Namen einer
menschheitssolidarischen Ergriffenheit, einer Empathiewelle gleichsam, die man vorspielt, wird einfach auch knallharte Interessenpolitik gemacht. Man fordert das eine, um nicht das andere machen zu müssen, wo man dann die eigenen Interessen drin hat. Und das ist diese Unehrlichkeit, die einen einfach ärgert in dieser ganzen Corona-Pandemie, die zu einer Verwirrung der Geister geführt hat. Und bevor ich diese Sendung beende, möchte ich Ihnen einfach noch etwas auf den Weg mitgeben, das mir ein befreundeter Arzt geschickt hat, und zwar ein Interview mit Pflegefachkräften aus einem Portal, Plattform Covid-19, im Zusammenhang mit der Vereinigung Mündige Bürger Thurgau. Und dort hat es ein sehr auf dem Internet bemerkenswertes Interview mit Pflegefachleuten, mit Pflegekräften aus den Heimen, aus den Spitälern. Und da möchte ich Ihnen noch ein paar Zitate auf den Weg mitgeben, auch quasi als Impfung, als Gegengift zu dieser allseits grassierenden Corona-bedingten Weltuntergangsbegeisterung. Also da fragt die Journalistin, wie lange seid ihr in diesem Beruf, wie viel Berufserfahrung habt ihr? Dann antworten die Leute hier, wir haben circa 30 Jahre Erfahrung in unserem Beruf als Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Wir haben auch schon viele kritische Situationen erlebt. Wie schätzt ihr die momentane Situation bezüglich Corona ein? Antwort: Wir erleben einen extremen Unterschied zwischen unserer täglichen Arbeit und der Darstellung in den Medien. Wir machen unsere Arbeit eigentlich wie immer und die Überbelastung in unserem Job ist unser Alltag. Den Hype, der um Corona gemacht wird, können wir nicht nachvollziehen. Wir haben eine Situation wie jedes Jahr im Herbst-Winter. Wir arbeiten am Anschlag und Überstunden sind an der Tagesordnung, aber das ist eben normal zu dieser Jahreszeit. Das bestätigen übrigens Aussagen, die mir ein Spitaldirektor aus der Schweiz gegenüber auch gemacht hat, dass eben zu dieser Jahreszeit diese starke Belegung nichts Außerordentliches ist, obwohl diese Pandemie selbstverständlich hier natürlich heftig durchschlägt. Dann die Frage, natürlich ketzerisch, da könnte man schon fast verhaftet werden heute: Ist nach eurer Meinung Covid-19 vergleichbar mit einer Grippe oder ist es schlimmer als in den anderen Jahren? Antwort: Die Symptome von Covid-19 sind die gleichen wie bei einer Influenza-Grippe, aber der Umgang mit den Patienten ist ein anderer. Für Covid-19-Patienten gelten besondere Schutzmaßnahmen. Dann geht's weiter. Diese allgemeine Verängstigung der Bevölkerung muss beendet werden, unserer Ansicht nach. Die Medien berichten jeden Tag über absolute Fallzahlen, ohne diese in eine Relation zu setzen. Der Bundesrat sollte diese Panikmache unterbinden, um bei der Beurteilung der Situation auf eine angemessene Beruhigung der Lage hinwirken. Nächste Frage: Wie sieht es mit den Intensivbetten aus? Was könnt ihr dazu sagen? Die Auslastung der Intensivplätze entspricht der Herbst-Wintersaison. Es ist zu dieser Jahreszeit immer eine Auslastung von 80-85% normal. Bisher gibt es aus unserer Sicht noch keine andere Situation als in anderen Jahren. Nächste Frage: Wie ist nach eurer Erfahrung der Altersdurchschnitt der Covid-19-Patienten in eurer Einrichtung im Arbeitsumfeld? Der Altersdurchschnitt liegt eindeutig bei 80+. Die Situation stellt sich so dar: Es werden vorwiegend Patienten aus Alten- und Pflegeheimen eingeliefert. Diese Menschen haben Vorerkrankungen und sind zum Teil auch in der Palliativtherapie. Diese Erkrankten sollten weiterhin auch mit positiven PCR-Tests palliativ behandelt werden und nicht ins Spital eingeliefert werden. So sind auch Besuche von Angehörigen fast nicht mehr möglich, was eine höhere Belastung für diese Menschen darstellt und nicht zur Genesung beiträgt. Es fehlt die menschliche Nähe und Wärme. Es muss verstärkte Schutzmaßnahmen für Alten- und Pflegeheime geben, aber kein Wegsperren bzw. vollkommene Isolation dieser älteren Menschen. Ja, ich weiß, man wird in den Medien heute schon fast zerfleischt, wenn man so etwas zitiert. Das ist eine Einschätzung aus der Praxis, die einfach einen etwas anderen Blick auf diese Problematik öffnet. Und mit diesen Worten dieser Pflegesachverständigen möchte ich es heute bewenden lassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie auch sich nicht haben irritieren lassen von meiner etwas
angespannten Stimme. Das hat damit zu tun, dass ich eben intensiv mit meinen Kindern in den letzten Tagen in den Bergen zugange war und ich eben als 55-jähriger Vater mit Kindern zwischen 1 und 11 dann durchaus an den Anschlag meines körperlichen Leistungsvermögens gekommen bin. Hoffentlich schlägt das nicht auf diese Sendung durch. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich freue mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.